Mimi hat das Payback 1. Als ob er jetzt noch. Oh mein Gott. Alter, Junge, er hat erst den Diss-Check gemacht. Das war nur hops genommen. Es war nicht der Payback. Jetzt kommt das richtige Payback. Digga. Ich bin echt gespannt, ey. Was soll man denn noch machen mit Lea Machère? Was soll man noch machen? Sollen wir nochmal ausgraben und nochmal zerhacken? Oh mein Gott. Okay, wir schauen rein. Ich bin echt gespannt, ey. Das Payback. Wir schauen rein. Let's go. Ich möchte wieder Karrieren zerstören. Die Folge. Die Geschichte mit Leon und mir kennen vielleicht einige von euch. Und dass Leon in unzähligen weiteren Kontroversen verwickelt war, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Und irgendwann erschien Leons Video Alles hat ein Ende, in dem er sich für irgendwas entschuldigt. Ich wollte ab heute ein Neuanfang. Oh mein Gott, jetzt wird richtig, das ist richtig krank. Ich glaube, es wird richtig böse. Ich bin gespannt. Let's go. Machen. Weil in der letzten Zeit etwas schiefgelaufen ist, etwas viel. Ja, es ist halt viel passiert. Ich sag mal so, nicht jeder ist perfekt. Jeder hört sich irgendwie ähnlich an, oder? Das könnte auch Scheiße. Es gibt so Abschaum auf dieser Plattform. Genauso wie ich. Ich bin auch nicht perfekt. Es ist viel schief gelaufen. Ich hatte halt nie die richtigen Leute um mich rum, dass die gesagt haben. Aber als Christ kann man immer vergeben. Sie wollte ich auch gerade sagen. Mach das nicht. Das hätte ich lieber nicht gemacht. Das hätte ich auch nicht gemacht. Mach das lieber nicht so. Diese Leute hatte ich irgendwie nicht um mich rum. Ich hatte nie die Leute, die gesagt haben, was richtig, was falsch ist. Also. Na, die Leute fehlen mir Geld auch. Ich mache dieses Video, weil ich mich bei meinen Fans entschuldigen will. Ich, Leon Machère, entschuldige mich bei meiner Community, weil in letzter Zeit echt viel schief gelaufen ist. Zusammengefasst, es ist viel Scheiße passiert, weil Leon keine Freunde hatte, die ihm gesagt haben, was richtig und was falsch ist. Und jeder macht doch Fehler. Ein Neuanfang heißt jetzt nicht, oh, jetzt kommt ein neuer Leon und er macht auf einmal ganz andere Sachen. Nein, ich werde trotzdem mein Ding weiter durchziehen. Ich werde trotzdem diese Videos machen, die ich weiterhin gemacht habe. Und es bleibt eigentlich alles wie bisher. Na geil. Was Leon hier aber gekonnt umgeht, ist, wofür er sich eigentlich entschuldigt. Aber für seine Fans reicht's aus. Unter dem Video sind massig Kommentare mit, jeder hat eine zweite Chance verdient. Das ist halt auch einfach diese Community, ja, ne? Diese minus 200 IQ Community. Das ist halt so dieses komplette Hinterherlaufen. Wir wollen den Leon von früher. Okay, da Leon ja schon ein paar Jahre auf YouTube ist, können wir ja mal nachschauen, wie er früher war und wie viele Chancen er denn schon hatte. Und da Leon es in diesem Video irgendwie versäumt hat zu erwähnen, was er alles verkackt hat, dachte ich, ich greife dem Leon mal unter die Arme und kläre seine Zuschauer auf, denn da sind so einige Sachen, die weiß noch gar keiner. Wo fangen wir am besten an? Vielleicht beim erfolgreichsten Prank. Oh mein Gott, das ist halt auch wieder so bezeichnend, ne? Irgendwie verbindet das irgendwie alle von diesen YouTubern. Ja. Die haben keine Grenzen. Hm. Die machen einfach alles zu Klicks. Mit über 8 Millionen Aufrufen. Okay, Payback geht los. Gay Prank. Also der Prank geht so. Mertmatan braucht angeblich eine neue Kamera. Tim, das ist der Kameramann von Leon, ruft Mert Matan an und sagt ihm, dass sein Kollege Luno, den Mert Matan nicht kennt, eine Kamera übrig hat. Mert Matan geht dann vorbei und Luno sagt zu Mert, dass er die Cam kostenlos bekommt. Aber wenigstens eine Portugal-Flagge. Wenigstens das. Wenn er blowt. Mert will das dann... Was? Das habe ich nicht mal das Video kennen. Ich kenne das Video nicht mal. Ich auch nicht. Ich dachte, das wäre das Video, wo der Vater zuschlägt. Nee, das war von Mert. Oh mein Gott. Wenn er blowt. Mert will das natürlich nicht, weil er ist ja nicht homo. Er flüchtet dann und wird von Leon im Treppenhaus überrascht. Geprankt. Okay, das ist der grobe Ablauf. Schauen wir uns das jetzt nochmal genau an. Ab dem Moment, wo Mert die Kamera abholen will. Jo, was geht ab, Digga? Hi. Wegen Tim. Ich bin Mert in dem Fall. Achso, was ist das? Wegen Tim, die Kamera wollte ich einmal. Ja, klar, komm rein. Okay, stopp mal. Habe ich das richtig verstanden? Mert macht sich auf den Weg, eine Kamera abzuholen und läuft ohne an der Haustür zu klingeln durch das Treppenhaus eines Fremden, um dann erst an der Wohnungstür zu klingeln. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber selbst wenn die Haustür offen ist, laufe ich doch nicht einfach zur Wohnung von dem... Das sind so Sachen, da denkt man gar nicht mehr nach, wenn man so ein Video guckt. Ja, aber es ist halt einfach true. Aber es ist halt einfach alles gelogen und erstunken und erlogen. Bin der Meinung gewesen, jetzt kommt ein Song oder sowas? Nee, also, ich denke, es kommt wahrscheinlich ein Zerstörungsvideo. Wieso dachte ich, dass jetzt ein Song kommt? Ich dachte jetzt wirklich, es kommt Musik oder sowas. Komisch. Aber auch gut. Auch sehr nice. Okay, ich zeige euch jetzt mal die versteckten Kameras. Eine völlig offenstehende Kamera mit Stativ auf dem... Die sie hier aus Versehen gefilmt haben. Jedenfalls, diese Kamera filmt diese Perspektive. Dann gibt es noch eine Kamera unter dem Handtuch, die...
Ist das so? Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Mir wäre es nicht aufgefallen. Absichtlich im Bild ist, um zu zeigen, dass sie ja ihre Kameras verstecken. Diese Cam filmt diese Perspektive und dann gibt es hier unten noch eine dritte Kamera, welche man hier ein bisschen schlechter sieht, die filmt diese Perspektive. Schauen wir mal in das Gelaber rein. Das Ding ist, ich habe nicht so viel Zeit, Digga. Wäre korrekt, wenn du die Kamera holst, dann gebe ich dir dein Geld und... Ja klar, gerne doch. Alles gut. Jo, Mann. Ich suche die eben, weil ich weiß echt nicht mehr, wo auch die... so ekelhaft und schmutzig, wenn die Leute so wirklich dieses... Die wollen so tun, als wäre es alles echt, aber man weiß so, das ist alles gelogen. Alles geskriptet und gelogen. Die kennen sich nicht und sitzen gemeinsam auf seinem Bett? Auf seinem Bett, ja. So was? Weil da sind die Kameras aufgebaut. Das Gästebett. Komm rein aufs Gästebett. Bruder, erstmal setz dich auf dein Bett und dann sag ich so... Ja, mach schnell, ich hab nicht viel Zeit. Ich such die Kamera, die du eigentlich schon haben wolltest, weshalb du hier bist. Die suche ich jetzt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie hohl das gerade ist. Erstmal, Luno verkauft eine Kamera, er weiß aber gar nicht, wo er sie hat. Hä? Und Mert ist im Mindset, eine Kamera zu holen. Und schaut sich im Zimmer um, während Luno seine Kamera sucht. Und Mert fallen die drei Kameras nicht auf. Und jetzt kommt's. Ich weiß ja nicht, ob die wissen, wie ein sogenannter Spiegel funktioniert. Aber wenn die Kamera deine Augen filmen kann, dann kannst du mit deinen Augen auch die Kamera sehen und das ganze Stativ darunter. Das heißt, Mert könnte die ohne... hin schon auffällige Kamera auf dem Schrank nicht... Oh, ich bin so froh, dass Mimi wieder zurück ist, Alter. Ich habe diese Videos vermisst. Wenn er sich umdreht, sondern auch wenn er einfach nur nach vorne schaut. Okay, wie geht's eigentlich weiter? Luno kommt halbnackt ins Zimmer rein, um Mert anzuschwulen. Dann entfacht ein Streit und Mert rennt daraufhin raus. Digga, willst du mich gerade verarschen? Junge, fass mich an. Ich falsch stellen. Fass mich an. Fass mich an. Ey, erzähl Tim nichts. Digga. Bleib doch. Ey, ich hol die scheiß Kamera. Digga. Digga, extrem. Echt seltsam, wie Mert schon lachend aus der Tür kommt, bevor Leon überhaupt die Treppe runterläuft. Aber vielleicht grinst er ja nur so und die Kameras samt Spiegelung hat er nicht gesehen. Dann frage ich mich Folgendes. Warum ist das Stativ hier verdeckt? Aber am Anfang, als Mert reingekommen ist, war davon noch nichts zu sehen. Und als er rausgeht, sieht das so aus. Das heißt, in dem Zeitraum, als Mert reingegangen ist und wieder rausgekommen ist, wurde das Stativ verdeckt, obwohl Mert ganze Zeit im Raum saß. Und Mert hat davon nichts mitbekommen? Also jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder der Prank ist fake und total gestellt, oder Mert Matan ist einfach der dümmste Mensch auf dem Planeten. Oder Variante 3, beides. Ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Entscheiden. Spaß beiseite, das Ding ist offensichtlich gefaked. Aber noch geiler ist jetzt mit dem Hintergrundwissen, wie peinlich Leon in dem ganzen Video acted. Wir haben was Geiles geplant und der Mert wird richtig schön geprankt. Ja, was richtig Geiles geplant, du Lügner. Oh, ekelhaft. Lügner. Jetzt wird Mert endlich geprankt. Oh ja, endlich, du Stück Scheiße. Das ist endlich in der Türkei, der Wichser. WhatsApp rumsenden, dann kannst du hin. Ja, Mann. Nochmal, okay. Okay, ja. So ein unangenehmer Typ. Ja. Jetzt, wo man weiß, dass das alles so einfach so übel schlecht gefaked ist und er so. Ja. Junge, was ist mit ihm, Alter? Alles klar. Leon, warum benimmst du dich eigentlich so komisch beim Lügen? Ich hab doch gesagt, Mert wird geprankt. Ich hab's extra für euch gemacht, Leute. Ah, du hast uns extra. Ich hab's extra für euch gemacht. Für uns angelogen. Oh, ist ja nett von dir. Luftschlangenprank. Kommen wir zum Luftschlangenprank. Was geht ab, Leute? Ich bin's, Leon Moscher. Ich gehe heute ein bisschen in die Innenstadt und sprühe die Leute mit einer Luftschlangenspray voll. Also mit einem Luftschlangenspray. Und gucken, wie die reagieren und so. Ey, wie ich da ausrasten würde. Ja. Stell mal vor. Alleine schon diese Ausstrahlung, der hat ja nicht mal so eine respektvolle Ausstrahlung. Er hat so eine Ausstrahlung, dass du einfach nur ausrasten willst, ohne dass er dich irgendwie ansprayt. Stell mal vor, du bist irgendwie zu einem wichtigen Bewerbungsgespräch und dann kommt irgend so ein Volltrottel mit jemandem, der die Kamera auf dich hält und der sprayt dich voll mit so einer Scheiße. Es ist wahrscheinlich, sind alle wahrscheinlich Schauspieler, oder nicht? Das Video hat 61.000 Likes und 2.000 Dislikes. Also richtig viele Leute finden das gut. Es kommt richtig gut an. Es kommt gut an, also früher, ne? Das ist ja schon ein bisschen Alpha 2014. Aber Leon Mascher, es gibt viele Leute, die finden ihn einfach oder fanden ihn richtig gut. Die sagen so, oh, was der macht, der sprüht Leute mit Luftschlangen ein Hammer-Video. Mach bitte mehr davon. Nee. Geil. What's wrong with this, bro? In dem Video sieht man, wie Leon die beiden von hinten voll sprüht. Hey,
Scheiße. Okay, das ist fake. Das sieht sehr fakey aus. Okay, wer würde denn so machen? Und dann so, also einfach direkt auf die zu. Direkt, also, Junge, wenn das Leon wäre, dann so machen. Knack. Weißt du, ich meine? Du bist so gewaltvoll. Ja, so bin ich. Antipazifist. Wenn man genau hinschaut, wurde die Szene zweimal gedreht und dann einfach zusammengeschnitten. Es wurde einmal von außen und einmal von Leons Perspektive gefilmt. Ach, es wurde gar nicht, es ist gar nicht gleichzeitig. Warte, ich dachte, dass er einfach auf der anderen Straßenseite war gleichzeitig. Aber nicht zur gleichen Zeit. Oh mein Gott, was? Mir gar nicht aufgefallen. Ich einmal hell und einmal dunkel. Wo die beiden sich gerade umdrehen, um Leon zu jagen, kann man die Szenen miteinander vergleichen. Und man stellt fest, dass sie das Ganze mehrmals gedreht haben. Aufnahme außen. Der Gullideckel mit dem schwarzen Scheiß ist hier. Aufnahme innen. Der Gullideckel mit dem... LOL. Das war eine ganz andere Position. Ey, Junge. Was Junge, für Augen hat der? Ich hab dir gesagt, es ist locker alles gefaked, alle Schauspieler. Okay. Also alle bezahlt. Okay. Die haben alle 10 Euro bekommen. Darf ich für 10 Euro Luftschlangen in ins Gesicht springen? Ja, ja, für 10 Euro mache ich mir alles. Aber ich hätte ihm das zugetraut, dass er das wirklich macht. Ja, ich traue ihm überhaupt nicht zu, dass er irgendwas ehrlich macht. Schwarzen Scheiß ist hier hinten und zwischen den beiden Geprankten und dem Gullideckel sind drei Stangen, auch Zaunstreben genannt. In der Aufnahme außen ist zwischen den beiden und diesem Gullideckel höchstens diese Querstrebe hier. Die ist auf der Aufnahme innen nicht mal zu sehen, weil die da hinten irgendwo ist. Schauen wir uns das Ganze mal bei Google Street View an. Hier ist diese Querstrebe, hier ist dieser Gully und hier sind diese drei Zaunstreben. Das heißt, die haben sich laut Leons Video hier umgedreht, um in diese Richtung zu laufen. Und plötzlich waren die hier. Geil, Leon, für den Prank hast du sogar teleportieren gelernt. Jetzt noch zu den Geprankten. In der Aufnahme innen drehen die beiden sich um und der schwarz gekleidete schlägt sich mit dem Ellbogen an dem blauen vorbei. In der Aufnahme außen sind sie schon umgedreht und werden nochmal irgendwie zurückgedrückt, bevor sie losrennen. Und der schwarze befindet sich hier ganze Zeit vorne, wie beim 100-Meter-Lauf. Yeah! Verstanden. Der Schwarze findet die ganze Zeit vorne. Yeah, using genau. Leon hat sogar da einen absolut dämlichen Fehler gemacht. Beim Seitwärtslaufen hat er das rechte Bein vorne gehabt. Aber als er sich von den beiden wegdreht, dreht er sich links herum. So, jetzt nochmal langsam, damit es hier jeder peilt. Also statt so, macht er so. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn und das wird auch kein Mensch machen beim Seitwärtslaufen. Das ist nur zustande gekommen, weil Leon in der Aufnahme außen sein rechtes Bein vorn hatte und in der Aufnahme innen hatte er sein linkes Bein vorn. Heißt, bei der Aufnahme innen war sein Körper nicht zur Straße gedreht, sondern zur Hauswand. Leon faked solche Prank-Reaktionen, weil die Videos sonst komplett langweilig wären und keine Klicks bekämen. Es passiert sonst nie was Spannendes in seinen Videos. Und mal abgesehen davon, auf jeden Fall ein richtig lustiger Prank, auch aus Mädchenperspektive. Ey, ganz kurz, ich wollte fragen, ob ich deine Nummer bekomme. Wieso nicht? Überlegt mal, ein Fremder sprüht unangekündigt eine unbekannte Substanz in die Augen. Einfach genial! Würdest du einem Blinden das Portemonnaie klauen, Experiment? Würdest du einem Blinden das Portemonnaie klauen, Experiment? In dem Prank tut Leon so, als ob er blind wäre und lässt sein Portemonnaie fallen, um zu schauen, wie die Passanten reagieren. Geben ihm das halt zurück, aber da Leon immer noch eine dramatische Szene braucht, die Klicks generiert, fängt er wieder an zu faken. Entschuldigung? Haben Sie vielleicht mein Portemonnaie gerade eingesteckt? Portemonnaie, was für Portemonnaie? Hey, aber es ist ja auch jedem klar, dass das Fake ist, oder? Warum wir uns über Fake News aufregen, Marco, weil die nur zur Unterhaltung dienen, weil sie nicht klar am Anfang sagen, das ist ein Unterhaltungsvideo, hier die Momente in diesem Video sind frei erfunden, sondern sie tun so, als wäre es echt. Und ich finde, das ist dann einfach nur Verarsche. Und es ist ja schön, wenn Leute Unterhaltungsvideos machen, aber wenn Leute wie Simon Destiu oder Leon Mascher oder so weiter einfach so tun, als wäre es alles real und die Leute, die gerade die jüngeren Menschen, dann einfach denken, oh krass, das ist wirklich so, und dann irgendwann denken, die machen das nach und werden dann erschossen oder zusammengeschlagen, dann ist das einfach nur fahrlässig und deswegen finde ich es gar nicht gut. Was auch noch dazu kommt, ist, dass ja jeder einzelne YouTuber von uns darunter leidet, wenn sowas gemacht wird. Ja, weil jeder unter diese Glaubwürdigkeit dann leidet. So, also diese Unglaubwürdigkeit, die dann dadurch entsteht, wenn jemand so groß ist wie er, denn sowas macht. Ja. Das ist halt, das ist scheiße. Einfach nur Dreck. Nein, Kollege! Bleib mal stehen, nein! Also wirklich, wer als Zuschauer sagt, ach, das ist alles Unterhaltung, das ist doch nicht schlimm, sorry, aber dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Also das ist einfach auf nur... Auf jeden Fall klar kennzeichnen. Dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Wenn man es klar kennzeichnet... Nicht hier auf, guck mal, ich bin real, guck mal, was ich hier mache, das ist scheiße. Einfach alles verarsche. Man weiß nicht mehr, was ist echt, was ist fake. Das ist doch... Möchtet ihr nicht die Gewissheit haben,
was eine Lüge ist, was die Wahrheit ist. Also ich habe keinen Bock, angelogen zu werden. Ich habe auch keinen Bock, dass deswegen, wegen irgendwelchen Pranks, dann irgendwelche jungen YouTuber das irgendwann nachmachen, weil die denken, oh, Leon Mascher ist erfolgreich. Wenn er Leute ansprüht, dann mache ich das auch. Und die glauben, der hat es wirklich gemacht, werden dann erschossen oder irgendwas. Und dann ist Leon Mascher nachher schuld, dass irgendjemand sein Leben verloren hat oder schlimmsten Fall das Leben verliert oder halt zusammengeschlagen wird oder sowas. Weil die Kinder es einfach nicht verstehen, dass es halt alles fake ist. Ja. Und weil 90%, ich sage euch, 80-90% der Leute, die das gucken, glauben, es ist wahr. Und das ist das Traurige. Bleib mal stehen, Mann! Scheiße, Mann. Digga, ich hab ihn nicht mehr bekommen. Der hat das Portemonnaie eingesteckt. Erstmal schon interessant, wie oft der Typ im St. Pauli-Hoodie in die Kamera schaut, während er diese kurze Strecke läuft. 1, 2, 3, 4 Mal. Jo, der Kameramann war wahrscheinlich nicht auffällig. Aber schauen wir uns nochmal den Hauptteil an. Hey, bleib mal stehen, hey, Kollege! Bleib mal stehen, hey! Bleib mal stehen, Mann! Man könnte ja denken, der Typ in Schwarz ist bestimmt in irgendeine Fußgängerseitenstraße eingebogen und konnte flüchten. Aber ich habe nicht verstanden, warum er in der Kurve plötzlich runtergebremst ist. Und dann habe ich mir das Ganze mal auf Google Street View angeguckt und habe festgestellt, dass da nicht mal wirklich ein Weg ist. Leon, wo seid ihr da genau hingerannt, wenn ich fragen darf? Das ist die Eingangstür zu einem Kunstverein in Hamburg. Und dieses Gebäude ist ringsrum umzäunt mit Zäunen, die ziemlich hoch sind. Guckt euch die mal an, Alter. Jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, er ist ja einarmig gerannt mit fetter Sporttasche, was ja schon mal ein übertriebenes Handicap ist. Also über die Zäune wird er jetzt nicht einfach rübergejumpt sein. Zumal Leon sowieso viel schneller gelaufen ist als er. Guckt mal auf die Zeitangabe. In weniger als 2 Sekunden hat Leon diese Strecke aufgeholt. Nach einer weiteren Sekunde müsste Leon schon vor ihm gerannt sein. Aber stattdessen gab's einen Cut. Scheiße, Mann. Digga, ich hab ihn nicht mehr bekommen. Oh mein Gott, das ist einfach so ein Müll. Ja. Der hat das Portemonnaie eingesteckt. Was es für Menschen gibt. Was es für Menschen gibt. Da sagst du was. Was es für Menschen gibt, ja, Leon, was es für Menschen gibt, das würde ich auch mal gerne wissen. Was gibt's denn für Menschen, Leon? Hast du mal ins Spiel geguckt? Bildet euch selber eure Meinung. Bildet euch selber eure Meinung über Leon Mascher. Leon, eigentlich müsste es so heißen. Was es für Menschen gibt, hätte ich nicht gedacht. Alter, das ist so krass, das war das erste Mal, dass ich so dabei war bei diesem ganzen... Dach, ein Kritiker. Ein Clown, ey. Da bin ich. Naja, Leute, was soll man dazu sagen? Bildet euch selber eure Meinung. Jopp, ich habe mir eine Meinung gebildet, du hast wieder 1A deine Zuschauer belogen. Und wer jetzt denkt, das war's schon, der wartet bis Donnerstag, denn dann kommt das nächste Video zu Leon. Oha. Aber der hat schon einen extremen Hass auf ihn, glaube ich, oder? Ich würde nicht sagen Hass, doch schon, aber wahrscheinlich. Aber aus irgendeiner Motivation heraus. Ja, weil Leon ihn ja beklaut hat. Der hat ihn persönlich, also Leon hat einen Fehler gemacht, er hat Mimi persönlich beklaut. Ja. Und dann rechnet Mimi ab. Aber über so eine lange Zeit, das muss ich ja wirklich reingefressen haben, das finde ich krass. Aber es ist ein gutes Video auf jeden Fall. Es ist ein sehr starkes Video und Donnerstag kommt Teil 2. Checkt Mimi auf jeden Fall aus und lasst Küsse da.